Ich werde jetzt nicht sterben wegen eines Fuchses. Not happening. Wo ist mein Haus? Laufen wir jetzt nach Hause. Und dann. Oh, Pausenbär ist da. Hallöchen, Pausenbär. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin gar nicht grausam. Die sind grausam zu mir. Tür zu. Oh, ich muss meine Quest erfüllen. Sehr gewissenhaft. Und ich habe kein Holz hier übrigens. Hat der Fuchs mich noch verfolgt? Ich werde mal noch so ein Spitzwegericht zu mir nehmen. Also merke, immer ein paar von den Speeren im Gepäck haben. Die dürfen nicht kaputt gehen oder woanders sein. Ich esse. So. Fuchs? Warte, ich muss schnell, ganz heimlich hier rüber. Hol mir 2, 3 Rundhölzer. Und dann mache ich mir. Ich habe den nicht angegriffen, den Fuchs. Ich habe den nur kurz gepiekst. So, und dann ist aus Versehen der Speer kaputt gegangen. Das war ich nicht. Also, das nicht wirklich. Die Quest hat das gesagt, dass ich das tun soll. Und das ist so fies. Und dann piekst du in den Fuchs rein und der sagt, aua. Der sagt, aua. So. Dann bauen wir uns mal noch ein paar. Hup. Mord und Totschlag hier. So. Noch ein. Dann sind wir gleich wieder ausgerüstet. Werkstatt. Aha. Wir können Sachen bauen. Sollten wir uns mal wieder über den Weg laufen, werde ich das testen. Ich bringe auch den Zahnstocher. Oder willst du mich pieksen? Ach, wie böse. Oh, ich gehe mal was trinken. Moment, ich muss schnell was trinken. So. Dann esse ich was und dann werde ich speichern. Und dann geht's nochmal los. Was essen wir denn Feines? Wenn das deine Quest ist, Pausenbär, musst du sie erfüllen. Fleisch mit Soße. Oder, nee, ich nehme gleich so ein Fladenbrot. Davon haben wir uns ja ein paar gegönnt. So. Das Fleisch könnten wir eigentlich auch noch ab. Ach nee, das Fleisch werden wir erst machen, wenn wir irgendwann Zwiebeln haben. Dann kriegen wir nämlich Fleisch mit Soße. So, ich nehme mir nur ein Fladenbrot. F. So, und jetzt wird gespeichert. Zack. Da nehme ich jetzt auch einen neuen Spielstand. So. Okay. Ah, Quest accepted. Oha, da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ich auch, lieber Pausenbär. Mal gucken, wann wir uns denn nochmal über den Weg laufen werden. Ich werde mir also jetzt immer ein paar von diesen Stöckern mit Spitze einpacken. Damit ich auch gewappnet bin. So, warte mal, haben wir irgendwo noch irgendwas liegen? Nein. Dann darf Lexander dich aber auch beißen wie der Fuchs. Ja. Da hat er recht. So. Ich wollte eigentlich noch gucken, was wir. Hier, warte mal. Technologie. Da haben wir noch gar nicht geguckt. Ach, guck mal eine an. So, das hatten wir schon gemacht. Holzschuppen. Einfacher Lattenzaum. Holzschuppen. Ein Arbeitergebäude zum Fällen von Bäumen und Stämme und Stöcke zu erhalten.
Der Arbeitsbereich ist auf 50 Meter. Hatten wir das nicht schon? Das haben wir doch schon. So, hier. Wo kann ich denn jetzt was skillen? Hier, ne? Werkstatt. Also hier sehe ich irgendwie noch nicht so richtig durch. Das hier, das Lebensmittellager, wurde mir auch aus einer Quelle mitgegeben. Unbedingt erst ein Lebensmittellager und dann erst Leute fragen, ob sie in deinen Ort ziehen. So. 3,2 von 5 Punkten. Und eine Werkstatt können wir schon. Kaufschema. Dieses Jahr darf ich nicht mehr, aber ich glaube, nächstes Jahr ist was geplant, in ebenfalls in die Richtung. Ich würde zahlen, um das zu sehen. Vor allem die Jungs mit der Jacke, die dann kommen. Wie böse du bist. So, haben wir das jetzt hier schon wieder nicht ausgerüstet? Was soll denn das? Ich mich da verkeile. So, wir brauchen noch einen Fuchs. Auch wenn der 20 Mal Aua schreit, müssen wir noch... Hallo? Ist der mit dir? Fuchs? Fuchs? Die sind auch lebensmüde hier, die ganzen Hirsche und Rehe. So, hier waren wir vorhin. Was für ein schöner Weg. Auch ein Fuchs. Kleiner Fuchs. So, irgendwie. Wow, oh, yeah! Woo, endlich! Juhu! Kann ich den... Oh, wo? Da hinten, Fuchs. Ah. Super Wurf. Geil. Wir sollten auch unbedingt nochmal, das wollte ich eigentlich tun, noch so eine Zielscheibe mal aufstellen bei uns zu Hause. Und dann mal gucken, ob wir damit so ein bisschen üben können. Da, komm her, du. Stehen. Was ist denn mit euch jetzt schon wieder? Oh. Der hat Aua geschrien. Der hat Aua geschrien. Ich brauche unbedingt noch einen Spitzwegerich. So. Ja, das kann ja was werden, wenn wir hier noch die Keile erledigen müssen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Auf der anderen Seite vom Fluss wahrscheinlich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir brauchen also dringend Spitzwegerich auf der Schnellleiste. Und es gibt hier nichts im Winter, ne? Mist. Vielleicht kann man das noch kaufen bei irgendwem. Wir können ja mal ein paar Stöcker nehmen, mal in das Dorf laufen. Und dann... Und dann mal gucken, ob wir da irgendwie Spitzwegerich bekommen. So. Ah, okay, wir holen mal hier ein paar wir holen die Stöcker von dort. Alle, die wir haben, dann verkaufen wir das. Wird das gerade Nacht? Guck mal, da oben. Oben am Bildschirm sieht das aus, als ob Frühling ist. Es ist grün.
So viel kann ich nicht tragen, ne? Nee. Immer noch zu viel. Hallo? So, jetzt. Der Baum trägt keine Blätter. Ja, stimmt. Das stimmt. So, wie spät haben wir das denn? Steht das irgendwo? Ich bin übrigens immer noch 18. Alles ist gut. Technologie war hier Management. Irgendwo stand... Oh, ich habe schon 76 Dynastie Reputation. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall schon mal Leute anlabern, dass die herkommen. So, wo ist denn jetzt die Uhrzeit? Hier, 19 Uhr. Jetzt kann ich schlafen gehen. Machen wir auch. So. Okay. 19 Uhr schlafen. Das ist doch die beste Uhrzeit. Ich habe noch nie geschlafen. Du hast noch nie geschlafen. Du hast schon 5 Jahre hinter dir und hast noch nie geschlafen. Ach, Dagoline. Warte mal, ich esse mal noch eine Kleinigkeit. Sicher ist sicher. Hier so Fleisch mit Soße. Das tut uns sicher total gut. So, von der Temperatur ist auch alles moderat hier drin zumindest. Nee, die sind die Tage viel zu kurz. Muss ja nicht schlafen. Aber ich habe manchmal ganz gerne geschlafen, um gerade von na sag schnell, Jahreszeit zu Jahreszeit, weil du dann alles wieder auffrischt, ne? Also Leben und so. Ja, Dagolina hat schon 5 Jahre hinter sich. Hat eine Frau und. So, jetzt gucken wir hier nochmal, ob das... Ah, Häschen, hallo. Achso, bevor wir in den Ort laufen, Moment. Ich pack mal noch schnell das Fleisch und so in die Truhe. Bevor uns das weggammelt. So. Wir haben ja hier schon so ein bisschen was. Stöcke haben wir. Das sind ja nochmal 112. Wir haben noch die beiden Messer, die wir verkaufen können. Sehr, sehr cool. Das sind auch nochmal 120 Gold. Gold. Und dann holen wir uns noch Steine auf dem Weg und bauen noch ein paar mehr Messer. Weil wir es nämlich drauf haben und wir richtig krass Kohle verdienen werden jetzt. Wenn ich denn Steine finde. Und um die Steuern zu zahlen, verbringe ich die Nächte mit Beeren sammeln. Ja. Beeren sammeln und ein Messer bauen. Steine! Hallo? Gibt's ja keine mehr. Die findet man auch nur, wenn man sie nicht braucht, ne? Da vorne vielleicht. Ah, Stein. Einer. Ich glaube, wir brauchen 2 Steine pro Messer. Das jetzt nicht so viel. Hier vielleicht. Ja, das könnte unter Umständen vielleicht, aber auch nicht. Arschlochsteine. Habe mittlerweile 3000 Gold. Ich will gar nicht wissen, was ich nachher für Steuern zahlen muss hier. Für die Felder und für das, für die Häuser und so. Das weiß ich alles noch gar nicht. Das kommt ja auch noch auf uns zu. Hallo, ich will jetzt Steine haben. Was ist denn? Was soll denn das? Warte. Ha. So, warte, dann machen wir schnell mal Folgendes. Du bist bei 1300 circa Steuern. Oh Gott. Und ich habe mittlerweile angefangen, ungenießbare Pilze zu verkaufen. Wir verkaufen einfach alles. Alles, was wir haben. Einfach nur alles verkaufen, damit wir an Geld kommen hier.
So. Ah, also diese Messer sind, glaube ich, richtig gut. So. Da. Schön, schön, wir werden reich. Schönes Spiel. Ach, so schön. Und wenn der Frühling erstmal wieder kommt und wir das erste Jahr überlebt haben. Crafting! Jawohl! So, ich verkaufe. Und direkt erstmal eine Kuh kaufen. So, wo seid ihr? Hallo, 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 Dorfbewohner, hallo. Hier waren ja die Mädels. Oder das eine Mädel. Guck mal, sie hat Pelz an. Jarogniva. Zustimmung 50%, Alter 40. So, ich möchte dir Dinge verkaufen. Möchte dir Dinge verkaufen. Und zwar möchte ich dir diese neuen Messer schon mal verkaufen. Ach so, was? Wieso steht da 21? Moment. Bei mir steht 60. Laggt der Stream bei euch auch oder liegt das an meiner Leitung? Weiß nicht, wie sieht es beim Rest aus? Also bei mir, ich gucke auch gerade bei mir, wie die Qualität ist. Bei mir ist aber alles auf grün, keine ausgelassenen Frames, alles schön. Ich übertrage mit 6200. Ist ungewöhnlich für einen Montag, dass es laggt. Hast du schon mal einen Händler gesehen, der das zahlt, was das Zeug wert ist? Nein. Nope, hab das auch gerade gehabt. Laggt bei mir, okay. Ungewöhnlich für einen Montag, ne? Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Na gut, dann werde ich mal meine Messer verkaufen für ein Drittel des Werts. Gut. Frechheit. Doll ist nicht. Ein Messer behalten wir noch. So. Aber vielleicht wäre das bei einem anderen Händler besser gewesen. Ich weiß es nicht. Läuft aktuell wieder. Ja, wer weiß, was gerade bei Twitch wieder los ist. Hätte ich vielleicht bei dir verkaufen sollen? Nee, da ist genauso. Okay. Dünger. Dünger kaufen wir uns schon mal ein bisschen, würde ich sagen. Wie viel brauchen wir? Ich weiß es gar nicht. Ich hole erst mal 10. So. Und dann verballere ich hier noch die ganzen Stöcke. So. Du musst dich mit den Händlern anfreunden. Das hilft auch beim Preis, okay? Hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Hast du in letzter Zeit irgendwelches Gerede gehört? Oh ja, viel. Willst du irgendwann ein bisschen reden? Da kann ich nicht drauf antworten. Ja, würde ich gerne. Hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Was für ein Tag. Ich nehme mal den Adligen. Zustimmung minus 2. Ach komm, das ist doch unrealistisch. Bist du eigentlich verheiratet? Sicher, worum geht es?
Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Wie originell. Oh nein, minus 5. Oh nein. Oh nein. Und du? Hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht's? Hast du irgendwelches Gerede gehört? Oh ja, viel. Willst du irgendwann ein bisschen reden? Oh nein. Doch, ich habe ein bisschen Zustimmung bekommen wegen der Feldarbeit. Zuneigung 0%. Ich könnte jetzt mit ihr mich anfreunden, ne? Also anfreunden, frauentechnisch. Wir sind ja beide 18 Jahre alt. Ja, das ist es, aber mit etwas Erfahrung kann es ein wenig einfacher sein. Okay. Hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Nochmal plus 5 wegen der Feldarbeit. Hast du einen Moment Zeit? Wenn ich das jetzt nehme. Ah, Mist. Oh nein. Ich habe im Moment keine Zeit für nutzlose Gespräche. Ja, dann halt nicht. So. Das hat ja richtig gut funktioniert. Wir haben Dünger. Wie kann ich ihn jetzt hier noch anbalzen? Hallo? Da vorne sitzt jemand. Ganz alleine. Bist du nicht meine Flirtpartnerin? Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Tut mir leid, ich kenne dich nicht gut genug. Aber ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Hast du in letzter Zeit irgendwelches Gerede gehört? Nein. Hast du einen Moment Zeit? Ich bin kürzlich in die Jagd eingestiegen. Nein. Ob dieser Spruch auch im Club zieht? Hast du einen Moment Zeit? Ich komme gerade von der Feldarbeit zurück. Also irgendwie zieht bei ihr gar nicht. Hast du immer noch. Was ist denn jetzt? Gerede? Nein, nein. Zeit, Arbeit. Bla, ich möchte dir etwas sagen, schöne. Ach, weißt du was? Gewändertrug. Hier irgendwas mit. Auch nicht, nein. Dann dich. Oh, Diplomatie. Vielleicht sollten wir mal in ein anderes Dorf gehen. Hier ist auch nie was los in der Kneipe. So, und hier? Hallo. Du bist 56. Nein, danke. Und du? Hast du einen Moment Zeit? Minus 5. Das Wetter ist, gefällt dir nicht? Okay, dann eben nicht. Also die mögen mich alle nicht, glaube ich. Dann nicht. Dann sammle ich halt Stöcke. Ich werde nie eine Frau finden. Wir hatten doch zwei von diesen Verkäuferinnen. Wir hatten doch zwei von diesen. Warte mal, da war doch noch eine Frau. War das hier? Hallo, kleine Olga. Adelina. Hey, hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Ach, guck. Hast du noch mal Zeit? Und noch mal 10. Geil. Machen wir noch mal. Kein Zeit für nutzlose Gespräche. Aber wir haben jetzt schon 70%. Hier gibt's. Oh, die hat richtig viele Zwiebelsamen. Okay. Vier Händler in dem Kaff. Alt-Taste hilft auch hier. Nee. Vielleicht versuchst du erstmal ein bisschen Smalltalk, bevor mit der Tür ins Haus fällst. Ich habe keine Zeit für Smalltalk. So. Auch hier hilft alt. Okay, warte. Ah.
mal, da vorne ist noch ein Questgeber, aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Wir müssen. Hast du etwas Zeit? Wie war das Wetter heute? Ich habe hart gearbeitet. Mit dir rede ich nicht mehr. So, wo sind denn jetzt hier die Keiler? Ach, warte mal, ich glaube, ich muss hier die beiden Fragezeichen noch zurückgeben, ne? Da sind noch zwei Fragezeichen. Hier sind jetzt keine Fragezeichen mehr. Irgendwo musste ich doch noch was zurückgeben. Oh, warte mal. Hier, jetzt machen wir erstmal Romeo. Okay, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir machen Romeo. 10% mehr Gunst durch Gewinne die Herzen-Quest. Ja, das machen wir. Romeo, oh Romeo. Und dann gehen wir hier nochmal rein und machen Crafting-Aktivitäten. Handwerkliches Wissen. Mehr Skillpunkte aus Crafting-Aktivitäten. 10% schnellere Herstellung von Holz- und Steinobjekten. Handwerker in Arbeit. Auf- und Abstufung von Hausmodulen. Dann machen wir erstmal das hier. Da kriegen wir mehr Skillpunkte. So. Minus 5. Hast du etwas Zeit? Minus 5. Es gilt es echt herauszufinden, im Real Life mal genau diesen Spruch und diesen Dialog zu führen. Was wollte ich jetzt gerade machen? Achso, meine Quests. Journal. Weil wir hatten doch hier noch ein bisschen was. Hä? Wieso viel? Wieso? Hä? Dagobert hatten wir doch fertig, oder nicht? Oder etwa nicht? Doch. Sprich mit Unighost. Einmal Stock liefern. Momento. War das hier? Unighost. Nee, du bist das, ne? Hi, du bist Valibor, richtig? Hallo! Ach nee, ja! Du siehst sehr stark für dein Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß eine Menge über sie. Hast du gehört, dass sie alle schon in deinem Alter anfangen zu lernen, wie man mit einem Holzschwert kämpft? Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen? Nicht Ritter. Jetzt habe ich einen überschritten. Oh Mist, ich habe jetzt... Naja, egal. Ich fühle mich geehrt, also scheinbar mache ich ihm eins. Es mag unscheinbar aussehen, aber es ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. Gib einen Stock. Das sieht doch wie ein normaler Stock aus. Um deine Gegner zu überraschen. Und weißt du, was Ritter noch tun, außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Auch das, aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Schaden zugefügt wird. Wirklich? Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Also gut, danke für das Schwert, nicht Ritter. Jetzt werde ich die Damen und Kinder verteidigen. Gern geschehen, junger Herr, gern geschehen.